So, Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Part der Tech-Tutorials. Ja, heute geht es mal um ein Thema, was jetzt wahrscheinlich relativ alle betrifft, wenn ihr denn auch alles so schön nachmacht von meinen Tech-Tutorials. Und zwar Items lagern. Es kam jetzt recht viel zu diesen Logistic-Pipes, zu den anderen Pipes, Buildcraft-Pipes-Dingern. Jetzt habe ich aus Versehen hier auf F6 gedrückt, das ist natürlich schlau. Genau, es kam jetzt recht viel zu diesen ganzen Pipe-Systemen. Und da kam natürlich die Frage auf, wie soll ich diese ganzen Items denn lagern, außer jetzt vielleicht in diesen Millionen kleinen Chests von Minecraft. Und da gibt es natürlich, da bietet Tagit natürlich auch einen Haufen Möglichkeiten. Also ich gebe euch erstmal einen Überblick. Es gibt nämlich einen Haufen verschiedene Kisten in Tagit, die noch hinzugefügt wurden. Das sind jetzt alle von einer Mod. Und da gibt es noch zusätzlich noch ein paar andere Möglichkeiten, die werde ich euch auch nochmal zeigen. So, hier habe ich mir einiges aufgebaut. Und zwar gibt es in Tagit eine Mod, die heißt Iron Chests. Iron Chests, weil sie ursprünglich nur Eisenkisten hinzugefügt hat. Das ist zum Beispiel die Eisenkiste, das ist hier die. Die wurde aber noch geupdatet, die Mod. Jetzt hat sie noch viel mehr Funktionen. So, dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt mal an. Crafting-Rezepte werde ich wie immer nicht zeigen. Die könnt ihr euch ja selbst raussuchen. Einfach hier in Not Enough Items gehen. Über das Item die Maus drüber halten, was ihr euch craften wollt. Und dann R drücken, da wird euch das Rezept davon angezeigt. So, genau. Würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an. Erstmal bei der normalen Chest in Minecraft. Hier nur mal noch zur Erinnerung, wie groß die ist so. Genau, dann kommen wir mal zu Copper Chest. Das ist Copper Chest. Kann ich ja hier immer mal in den Chat schreiben, wie man das schreibt. Copper Chest. So schreibt man das. Und die hat eben schon ein bisschen was Größeres. Craften Rezepte könnt ihr selbst nachschauen, genau. Dann gibt es hier die Iron Chest, die ist wieder nochmal ein Stück größer, wird dann natürlich aus Iron gecraftet, ist darum auch ein bisschen größer. Dann gibt es die Silver Chest, so, die ist nochmal ein Stück größer. Dann gibt es die Gold Chest, ist eigentlich klar, die wird dann noch größer. Dann gibt es die Diamond Chest. Klar, dass sie wieder größer ist. Dann gibt es die Crystal Chest. Ich hoffe mal, das schreibt man jetzt auch so. Crystal Chest. Genau, so müsste man schreiben. Ist dieselbe Größe wie die Diamant Chest. Das Coole ist nur bei der, wenn ich mir jetzt hier mal irgendwelche Items hole. Naja gut, das ist jetzt für mich ein bisschen blöd. Vielleicht Cobblestones und dann noch hier Pistons und dann Gras. Tue ich jetzt einfach mal hier rein. Sieht man die hier so durchschimmern. Das ist ein bisschen cool. Und dann gibt es ansonsten noch die Obsidian Chest. Also jeder, der Minecraft zockt, sollte wissen, wie man schreibt. Genau, und das ist eigentlich genau dasselbe wie die Diamant Chest. Das einzige, der einzige Vorteil bei dem ist, dass die lässt sich nicht von Creeper oder TNT oder so wegsprengen. Ist ja recht gut, um irgendwie Erze oder so aufzubewahren. Haben wir unseren Tacket Let's Plays zwar noch nicht gemacht, aber das müssen wir auch nochmal machen. So. Das war's erstmal zu den Chests, also finde ich sehr nützlich. Wir benutzen es im Tagged Let's Play vor allem diese hier und die, also diese drei hier. Würde ich auch empfehlen eigentlich, also diese drei sind eigentlich recht gut. Und dann kommen wir jetzt aber noch zu etwas anderem. Und zwar heißt dieses Zeug, heißt Barrel. Barrels sind gut, um große Mengen von selben Items zu halten. Das heißt, da kann man kann hier die auch nicht öffnen, die hat kein Interface oder so. Aber die ist sehr gut, um viele Items von einem Typ zu halten. Und zwar passen hier in diesem normalen Barrel, also das ist hier erstmal nicht beachten, das ist was anderes, das ist geupgradet, da kommen wir gleich nachher noch dazu. In diesem normalen Barrel passen 64 Stacks von einem Item rein. So, wie füllt man das jetzt rein? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man einen Stack reinfüllen will, klickt man rechts hier drauf, dann wird der Stack hier reingefüllt. Da sieht man es hier auch, steht 64 und darunter Cobblestone. So, den kann man wieder rausholen, indem man einfach Linksklick einmal drauf macht, dann kommt es wieder raus, das ganze Ding. Wenn man jetzt alles aus seinem Inventar von diesem Item einordnen lassen will, dann klickt man einfach doppelt rechts und dann werden alle aus dem Inventar hier einsortiert. Das heißt, jetzt steht hier auch 6 mal die 64. So, und da kann man jetzt natürlich einen Haufen von dem Zeug reintun. Ich werde mir jetzt hier mal kurz ein bisschen was holen. So. Also hier jetzt haben wir 41 Stacks und das geht eben bis zu 64 Stacks, das kann ich jetzt nochmal kurz zeigen. Bis zu 64, dann ist er voll, genau. Der Rest hat jetzt hier nicht mehr reingepasst, das kann man hier ausprobieren.
Wie sieht man hier? Full of Cobblestone. Das kann man sich dann natürlich wieder rausholen lassen. Genau, und wenn das einem eben nicht reicht, dann kann man den Barrel upgraden. Der sieht dann so aus. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht. Also übrigens, Barrel, kann ich mal kurz zeigen, wie man den schreibt. Hier, Barrel. Barrel, genau, der. Genau, upgraden kann man den auch. Und zwar mit Extra Dimensional Storage. Genau, und diese Extra Dimensional Storage, die wendet man an. Man platziert den Barrel. Kann ich es eigentlich bei dem hier gleich zeigen. Drückt dann Shift, also die Hochstelltaste für die Leute, die es jetzt nicht wissen, was Shift ist. Und klickt dann rechts. Da wird er upgraded und dann sollte man eigentlich genau hier auch mehr reintun. Dann erscheinen hier Ausrufezeichen. Das heißt, dass einfach jetzt dieser Extra Dimensional Storage verwendet wird. Genau, und jetzt kann man da eben auch noch viel mehr. Da kann man jetzt bis zu 1024 Stacks reinfüllen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil das wird den Zeitrahmen des Let's Plays sprengen. Genau, eine Sache ist noch bei den Barrels zu beachten. Sie sind eine sehr effiziente Art, um Items zu lagern. Das einzige Problem, was ich mit denen habe, sie funktionieren nicht richtig mit Logistic Pipes. Man kann zwar Items in sie einordnen, man kann sie aber nicht mehr rausholen. Also mit Logistic Pipes kann man die nicht so ganz verwenden. Könnt ihr mal ausprobieren, ob das bei euch funktioniert. Also bei uns hat es zumindest nicht funktioniert auf unserem Server. Auch beim Let's Play hat das nicht ganz funktioniert mit den Logistic Pipes. Könnt ihr es jetzt mal ausprobieren. Kann ich euch jetzt nicht sagen, ob das bei euch auch geht. Also wollte ich nur mal angemerkt haben. Könnte sein, dass es nicht funktioniert. Ja, genau. Dazu habe ich auch noch mal nichts in der Villa gebaut, einfach weil ich auch nicht weiß, was ich jetzt dazu so bauen soll. Ich könnte ja bis zum nächsten Mal einfach ein paar Chests da reinstellen, vielleicht unten das Lager ein bisschen ausbauen. Stimmt, das hätte ich machen können. Naja, okay, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal gleich mit. Mal schauen, was nächstes Mal wieder kommt. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Also schaut die Folge an, sonst kriegt ihr aber Prügels hier. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann morgen wieder und über eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen und auch über Feedback in den Kommentaren. Bis dann, ne? Ciao. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt, das ist ja wunderschön. So, also dann wirklich mal ciao, ne?